David, dein Freund, der haram ist. Allah hat dich erschaffen, hat dich überleben lassen über 20, 23 Jahre. Er sagte, meine Dienerin, ich möchte das nicht. Ich will nicht, dass man dich sieht. Egal, ob du schwach bist, nicht schwach bist, ich will nicht, dass man dich sieht. Da sagt sie, ja, aber warte, ich bin noch nicht bereit. Das geht so nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Sami'na wa ata'na, wir hören und gehorchen. Was sagt er zu den anderen? Sami'na wa asayna, wir hören und gehorchen nicht. Wir sind nicht mehr Sami'na wa ata'na, wir hören und gehorchen, wir sind, ich habe gehört, aber warte, morgen vielleicht. Deswegen, liebe Schwestern und auch an die Brüder, die Frauen haben, es ist kein Problem, wenn der Iman schwach ist, um Gottes Willen. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran, den Islam in 23 Jahren herabgesandt. Und in 23 Jahren wurden die Sahaba, Sahaba. Wir haben gesagt, kennt ihr den Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und nähert euch nicht dem Gebet, bis ihr nicht wisst, was ihr spricht. Kennt ihr diesen Vers? Das war, weil die Sahaba betrunken waren. Die waren betrunken im Gebet. Die waren im Gebet, die waren betrunken und die wussten nicht, was sie sprechen. Dann hat Allah gesagt, nähert euch nicht dem Gebet, bis ihr nicht wisst, was ihr spricht.